Willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Heute geht es ausnahmsweise mal nicht um den Battle Mode, sondern um Features, die auch im normalen Survival Modus dazugekommen sind, beziehungsweise auch ein kleines Secret ist auch dabei, was also nicht im Changelog stand. Aber im heutigen Video werde ich euch mal Features zeigen, beziehungsweise Änderungen zeigen, die vorgenommen worden sind, auch für den normalen Survival Modus. Eigentlich war dieses Update ja nur spezialisiert für den Battle Mode, das heißt, das Update hat sich eigentlich komplett auf den Battle Mode konzentriert, auf diese Einführung von diesem neuen Minigame. Und wir dachten eigentlich, dass hier am normalen Survival Modus nichts vorgenommen wird, aber hier, wie gesagt, sind auch einige Änderungen vorgenommen worden. Ich denke, bei den meisten ist es aufgefallen, dass wir jetzt das Skin-Mini haben, wie wir es in der Beta vom Battle Mode gesehen haben und wie es jetzt auch im Battle Mode ist. Und ich finde dieses Skin-Mini wirklich tausendmal übersichtlicher, meiner Meinung nach. Es ist zwar doch nicht alphabetisch sortiert, dennoch finde ich das cool, dass dann oben links dieses Bild ist. Bei manchen ist ja jetzt keins, aber manchen dann schon. Finde ich wirklich sehr cool, aber okay, hier kann natürlich auch kein Bild sein, weil es halt Skin-Favoriten sind und Standard-Skins. Aber ich finde das dennoch wirklich sehr cool und übersichtlich, da die Namen stehen auch nochmal ganz groß da, oben dann wie das Skin-Paket heißt und so weiter und so fort. Man kann jetzt auch manuelle Favoritenlisten erstellen, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal eins, was freigeschaltet ist, wenn ich jetzt hier den Knight Templar cool finde, dann drücke ich einfach Dreieck und dann ist er in meiner Favoritenliste. Wenn ich ihn nicht mehr haben will, drücke ich nochmal Dreieck, das sieht man dann an dem Herz da. Und wenn ich dann ganz oben auf Skin-Favoriten drücke, dann sieht man hier meine Favoriten. Und das ist nicht wie vorher, dass dann einfach da die Skins sind, die ich öfter mal angezogen habe, sondern da sind dann die Skins, die ich selber zu dieser Favoritenliste hinzugefügt habe, was ich wirklich 20.000 Mal besser finde, meiner Meinung nach. Eine weitere coole Änderung, meiner Meinung nach, sie ist zwar klein und jetzt kein wirkliches Feature, aber wir können ab sofort ganze Stacks sortieren bzw. verteilen. Das heißt, wir nehmen einfach mal einen Stack in die Hand und können dann mit L2 den Stack verteilen, also wir drücken einmal L2 und können dann einfach, wenn wir L2 gedrückt haben, die Stacks hier in der ganzen Truhe verteilen und bestimmen, wie viele denn hier aufgeteilt werden sollen. Und das ist natürlich sehr praktisch für Adventure Maps. Und wenn wir das Ganze dann aufgeteilt haben mit L2, drücken wir nochmal L2, damit das Ganze auch wirklich so bleibt. Und dann haben wir eine ganze Truhe voller 2 Goldäpfel. Das ist natürlich sehr praktisch, das kann man natürlich auch im Inventar ganz normal machen. Das heißt, einmal draufdrücken, den Stack einmal in die Hand nehmen mit X und dann L2 drücken. Und dann braucht man nur noch diesen Cursor hier über das Menü ziehen und dann wird das automatisch verteilt. Und dann drücken wir nochmal L2, um das Ganze auch zu speichern. Ist meiner Meinung nach zwar ein kleines, aber ein wirklich sehr praktisches Feature. Und ich denke mal, alle Adventure Map Bauer können dieses Feature einfach nur bestätigen, dass das wirklich sehr praktisch ist. Ich finde das wirklich sehr cool, wenn man mal irgendwie ein Stack aufteilen will aus irgendeinem Grund, dann kann man das so auf jeden Fall viel leichter machen. Ebenfalls ein weiteres Feature ist es, dass die Rüstung ab sofort Sound von sich gibt, wenn wir sie anziehen mit L2. Hört einfach mal kurz zu. Ihr habt's gehört, das Anziehen von Rüstung macht ab sofort wirklich so einen coolen Sound. Diesen Sound habe ich zuerst im Battle Mode gehört und da hat er mir schon wirklich sehr cool gefallen, also sehr gut gefallen, eher gesagt. Weil das ist wirklich, es ist zwar wirklich eigentlich ein sehr kleines Feature, was dennoch eigentlich überhaupt keine Priorität hat, dass es irgendwie da sein muss. Aber ich finde persönlich trotzdem, dass das so ein kleines Feature einfach ist, was trotzdem so viel ausmacht, weil ich finde diesen Sound einfach so cool, der da auftönt, wenn man die Rüstung anzieht. Könnt ihr mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, ob ihr das sinnvoll findet für den Survival-Modus. Aber ich finde das persönlich sehr cool. Mich würde auch mal interessieren, ob der andere Spieler, der neben dir steht, das dann hört, wenn du die Rüstung anziehst. Habe ich noch gar nicht drauf geachtet. Aber dennoch, das Anziehen von Rüstung hat ab sofort auch Sounds, was ich persönlich sehr cool finde. Ein weiteres Feature ist es, dass wir ab sofort auch Informationen über unsere Ausrüstung haben. Das heißt, welche Verzauberung ist da drauf, wie viel Attack Damage, also Angriffsschaden macht diese Waffe oder diese Spitzhacke zum Beispiel. Oder wie lange dauert dieser Trank an, was für einen Effekt hat dieser Trank. Dass wir das ab sofort auch schon über unsere Hotbar bekommen, wie man da sehen kann. Also ich habe das ja im Battle Mode, also in diesen ganzen Info-Videos zum Battle Mode, habe ich das ja auch angekündigt, dass ich das wirklich sehr cool finde. Und das war ja auch sehr praktisch, weil wir ja kein Inventar im Battle Mode haben. Wir können das zwar aufmachen, aber wir haben ja nur diese Hotbar. Aber ich finde das wirklich sehr cool, dass das jetzt auch hier im normalen Survival-Modus so verfügbar ist. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf einer Spitzhacke oder auf irgendeinem Ausrüstungsgegenstand mindestens drei Verzauberungen drauf haben, dann sehen wir den Angriffsschaden nicht mehr. Also ihr seht da unten so, da steht jetzt Effizienz, Behutsamkeit, Haltbarkeit und dann steht da Punkt, 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 weil da eigentlich noch der Angriffsschaden steht. Aber wenn wir das Inventar aufmachen, dann sehen wir das hier. Vier Angriffsschaden, so mussten wir das vorher machen. Wir mussten das Inventar aufmachen, über diese ganzen Items hier drüber gehen, um zu sehen, was für einen Effekt der hat oder zum Beispiel der Trank.
wie viel Angriffsschaden, was da für eine Verzauberung drauf ist. Und jetzt können wir das Ganze einfach sehen, wenn wir durch die Hotbar scrollen sozusagen. Bei den Tränken finde ich das besonders cool bei Anwendung minus 15% Geschwindigkeit oder Langsamkeit in Klammern 3 Minuten. Finde ich wirklich sehr cool. Es ist ein sehr kleines Feature und eher nur ein kleines Deko-Feature, dennoch ein sehr praktisches Feature meiner Meinung nach. Jetzt kommen wir mal zu einer kleinen neuen Einstellung, die auch noch eingefügt wurde hier bei Hilfe und Option. Dann nochmal bei Steuerung. Und zwar gibt es jetzt eine Option, die nennt sich sicheres Sprinten. Ich habe diesen Sinn hinter dieser Option noch nicht so ganz verstanden. Auf jeden Fall, wenn wir das aktivieren, können wir beim Sprinten nicht mehr nach hinten schauen. Das heißt, wenn ich jetzt sprinte und jetzt den L3-Knopf drücke, wie man hören kann, können wir nicht mehr nach hinten gucken. Das war ja einmal so ein kleiner Bug, der eingefügt wurde. Da haben sich ja viele drüber aufgeregt. Aber jetzt ist es ein offizielles Feature oder eine offizielle Einstellung, die man einstellen kann. Ich weiß nicht, ob das vielen stört, dass man aus Versehen beim Sprinten vielleicht mal in den L3-Knopf reindrücken könnte. Dass man dann aus Versehen die Perspektive wechselt. Ist mir jetzt wirklich nicht oft passiert. Aber ich werde diese Option auf jeden Fall nicht verwenden. Manche finden die sehr praktisch für den Battle Mode. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr diese Option findet. Werdet ihr sie nutzen oder findet ihr sie persönlich jetzt total sinnlos? Auf jeden Fall eure Meinung dazu. Du auch gerne in die Kommentare. Kommen wir somit auch direkt schon zum letzten Survival-Feature sozusagen, und zwar betrifft das wieder die superflache Welt, beziehungsweise dass wir die superflache Welt ja selber anpassen können. Da gehen wir einfach mal auf weitere Optionen, auf superflache Welt und dann auf superflach anpassen. Hier gibt es jetzt ab sofort bei Eigenschaften zwei neue Optionen, und zwar Höhlen und Schlucht. Das heißt, wir können selber bestimmen, ob diese superflache Welt Schluchten haben soll oder Höhlen. Ist jetzt zwar wieder so eine kleine Sache, die hinzugefügt wurde, das betrifft jetzt eigentlich wieder nur Leute, die wirklich oft mit diesem Feature hier arbeiten, mit dem superflache Welt anpassen. Aber ich finde es trotzdem sehr cool, dass man jetzt selber entscheiden kann, soll diese Welt Höhlen haben, soll diese Welt Schluchten haben. Verlassene Minenschächte gab es ja auch vorher schon, aber jetzt gibt es ab sofort auch Höhlen und Schluchten. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich wie immer, dass es euch gefallen hat, Freunde. Ist euch noch irgendwas aufgefallen, was im normalen Survival-Modus dazugekommen ist, wenn ihr überhaupt nochmal diesen Survival-Modus angepackt habt? Ich habe mir das Ganze einfach nochmal komplett von vorne bis hinten angeguckt, habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Trophäen gesammelt, deshalb ist mir das alles ein bisschen aufgefallen. Aber dennoch, eure Meinung dazu bitte in die Kommentare. Es wird jetzt die Tage dann die Auflösung von dem Gewinnspiel kommen. Die wollte ich aber bei der ersten offiziellen Battle-Mode-Folge machen, weil ich wollte so eine kleine Battle-Mode-Serie machen, wo ich auch ein paar Challenges mache und mit Abonnenten spiele und so weiter und so fort. Da wollte ich dann das Gewinnspiel komplett auflösen, da waren ja zwei Gewinner, und da werde ich das dann auch live einblenden, wie ich diese Gewinner so auslose. Also keine Fragen mehr dazu, jetzt sind die Fragen dazu beantwortet. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wie immer, eure Meinung dazu auch gerne in die Kommentare. Jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, genießt das Wetter, Freunde. Heute soll es ja irgendwie 31 Grad werden oder sowas, und haut rein!